Ahoi und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. In diesem Video heute holen wir uns alle 11 Gurten, die für die Trophäe Brillanter Brauer benötigt wird. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß beim Video und hey, denkt doch dran, den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Damit unterstützt ihr mich sehr. Beginnen tun wir den Guide natürlich mit der allerersten Gurte, die wir im Spiel bekommen, und zwar ist es die alte Gurte. Diese Gurte besitzt ihr direkt zum Beginn des Spiels, dafür müsst ihr nichts weiteres machen. Weiter geht es mit der scharlachroten Gurte des Wegbereiters. Hier habt ihr zwei verschiedene Möglichkeiten, diese Gurte zu erhalten. Möglichkeit 1 ist, dass ihr euch die Deluxe-Version des Spiels gekauft habt, dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, die Gurte am Schrein einzufordern. Möglichkeit 2, um die Gurte zu bekommen, ist folgendermaßen. Ihr trefft im Verlauf des Spiels auf verschiedene NPCs. Einer davon ist das Pferd, welches ich euch jetzt einblende. Dieser hat eine Questline. Solltet ihr nicht wissen, wie diese Questline vonstatten geht, dann schaut doch gerne in die Videobeschreibung, dort verlinke ich euch meinen Guide zu. In Kapitel 3 trefft ihr auf das Pferd und wenn ihr hier seinen Dialog erschöpft, werdet ihr anschließend mit der Gurte belohnt. Why don't you stay here and tread this path with me? Die nächste Gurte auf unserer Liste ist die Seuchenbanngurte. Um diese Gurte zu erhalten, müsst ihr die Questline rund um die alte Rasseltrommel erfolgreich abschließen. Ein Guide dazu packe ich euch unten in die Beschreibung, schaut auch doch gern mal vorbei. Nachdem ihr dann am Ende der Questline den Boss Wütender Tiger besiegt habt, erhaltet ihr hier aus der Truhe die Seuchenbanngurte. Weiter geht es mit der Jade-Lotus-Gurte. Die Jade-Lotus-Gurte könnt ihr ab Kapitel 3 bei unserem Affenhändler kaufen. Cheers, cheers. Fancy doing. Weiter geht es mit der feurigen Gurte. Dazu starten wir im Tal der Ekstase am Schrein Achtsamkeitsklippen. Und diese Gurte kann man übersehen, wenn man nicht aufpasst. Wir laufen nämlich vom Schrein aus hier auf diesen kleinen Steg drauf zu und müssen uns runterfallen lassen. Und jetzt folgen wir dem im Video gezeigten Weg, um letztendlich auch die Gurte zu erhalten. Jetzt sehen wir rechts von uns eine Truhe, die öffnen wir einmal und dort drinnen befindet sich dann die feurige Gurte. Unsere nächste Gurte starten wir in der Spinnwebengrotte am Schrein die Grüne Brücke. Hier holen wir uns nämlich jetzt die Gurte der Göttin des Flusses Xiang. Ihr kommt nämlich gleich in einen Raum rein. Dort befinden sich mehrere Kisten. Ihr seht auch, wie ich zwei Kisten öffne und in der zweiten befindet sich die Gurte. Weiter geht es für uns im Geheimgebiet Purpurwolkenberg. Wir starten am Schrein Grund der göttlichen Bleibe. Und jetzt Obacht! Ihr habt nämlich die Möglichkeit, diese Gurte zu verpassen. Ihr müsst den Boss, den ich euch jetzt zeige, besiegen, bevor ihr die Boss-Arena des Endbosses dieses Geheimgebiets herausfordert. Solltet ihr die Boss-Arena
betreten, habt ihr keine Chance mehr, diesen Boss hier herauszufordern und ihr müsst die Gurde in einem weiteren Spieldurchgang neu erspielen. Your dawdling, will you? One scratch on my jaws, just one, and you'll be a dead monkey. Oh, the nerve! Ah, you fur face, I meant to let you pass, but you chose to ruin my day. Now, face your doom. Nachdem ihr den Boss dann erfolgreich besiegt habt, werdet ihr mit allerlei Materialien belohnt. Und unter anderem erhaltet ihr nämlich auch von dem Boss die befleckte Jadegurde. Für unsere nächste Gurde starten wir in der Spinnwebengrotte am Schrein Klippe des Vergessens. Wir müssen nämlich, um diese Gurde zu erhalten, sowohl Buddhas rechte Hand haben, als auch Buddhas linke Hand. Ich zeige euch natürlich, wie ihr beide Hände bekommt. Hier besiegen wir jetzt erst einmal Buddhas rechte Hand. Nachdem ihr Buddhas rechte Hand dann besiegt habt, werdet ihr mit dem gleichnamigen Material auch belohnt. Weiter geht es für uns in der Spinnwebengrotte, nur diesmal am Schrein niedrigster Bereich der Grotte oder bei euch eventuell genannt untere Grotte. Hier folgen wir erst einmal dem im Video gezeigten Weg, um zu dem Boss zu gelangen, der uns letztendlich die linke Hand von Buddha gibt. Nachdem wir den Frosch erfolgreich besiegt haben, werden wir nämlich mit Buddhas linker Hand belohnt. Wenn wir dann Buddhas linke und Buddhas rechte Hand haben, können wir uns nämlich wieder zu unserem Affenhändler machen. Bei ihm haben wir dann die Möglichkeit, im Austausch von linker und rechter Hand von Buddha nämlich die Gurde zu kaufen. Und zwar handelt es sich hierbei um die Gurde des Segens der Unsterblichen. Um die nächste Gurde zu erhalten, müsst ihr eure Gurde auf plus 9 aufgewertet haben. Dazu benötigt ihr Duftreben, einen entsprechenden Guide verpacke ich euch unten in der Beschreibung, schaut doch dort gern mal vorbei. Wenn ihr eure Gurde dann auf plus 9 gebracht habt, geht es weiter am Brennofental am Schrein die Smaragdhalle. Hier folgen wir jetzt erst einmal den im Video gezeigten Weg, um letztendlich dann auch die Gurde zu erhalten.
Wir müssen mit dem alten Mann, der hier sitzt, sprechen. Und erst wenn wir unsere Gurde auf plus 9 haben, bekommen wir von ihm nämlich dann die höchste Gurde. Die erhalten wir dann hinter uns gleich am Feuer. Der Bull-King akzeptierte sein Destiny, aber es gibt andere, die das gleiche tun. Family-Strife confounds even the wisest. Why should we meddle? With a full gourd's draught by my side, let cares drift away into the tide. Weiter geht es mit der Gurde, mehrfach glasierte Gurde. Da habt ihr die Möglichkeit, ab Kapitel 6 bei unserem Affenhändler diese Gurde zu kaufen. Where there's drink, all is... Kommen wir nun zur letzten Gurde dieses Videos. Die letzte Gurde erhaltet ihr, wenn ihr alle Einträge im Spiel habt. Und damit meine ich wirklich alle. Alle Gegner, alle NPCs, alle Einträge, die ihr finden könnt, braucht ihr und habt dann die Möglichkeit, bei Shen Affe die Gurde zu kaufen. Und zwar handelt es sich hier nämlich um die Qing Tian Gurde. Where there's drink. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, der Guide konnte euch helfen. Wenn ja, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst ein nettes Kommentar und hey, denkt doch an den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Damit unterstützt ihr mich sehr. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und sage macht's gut. Bis dahin.